Das lag zum Teil auch am Gast, dem SV Sandhausen. Ich sag jetzt einfach mal, das ist ein Dorfverein, die nennen sich nämlich selber so. Und sie sind hier mit sage und schreibe 340 Fans angereist. 5000 hätten sie mitbringen können, aber so groß ist das Dorf fast gar nicht. Wir haben uns an den Sicherheitseingängen, da wo die Gäste normalerweise reinkommen, umgeguckt. Zwar alles wie üblich, das Personal da, sogar ein Hund für Pyrotechnik. Naja, und ein paar handverlesene Fans, aber die waren total glücklich. Hey ja, SVS! Zufrieden? War das alles? Ja, das reicht. Nein, das reicht für 3 Punkte. Ja. Also ich finde es faszinierend, mal hierher zu kommen. Jetzt sind hier 22.000 FC-Fans und 100 oder 200 aus Sandhausen. Ja, es ist so. Zum Beispiel, wenn man die Einwohnerzahl sieht von Sandhausen und wenn man die Einwohnerzahl sieht von Köln, dann sind wir relativ prozentual mehr als Kölner. Ich bin so gespannt, wie das ausgeht. Also ja, wir sind stolz. Dorf mit 14.000 Einwohnern gegen eine Stadt mit 1 Million. Was soll denn da kommen? Es ist natürlich stark, in so großen Stadien zu spielen hier. Es ist fantastisch hier. Deswegen sind wir auch da. Wir nehmen also alles mal mit, was geht. Wir wissen nicht, wie lange es hebt. Und da freuen wir uns auf alle großen Stadien. Was hier geboten wird, alles, es ist alles so dermaßen entspannt und wirklich super klasse. Ja, vom Stadion mit vielen Kölnern erzählt, Bierchen getrunken, war alles okay. Und wir sind normal, die Kölner sind normal. Also das Ganze, was da geschrieben wird, stimmt gar nicht. Also, wir Kölner haben uns als hervorragende Gastgeber gezeigt. Leider haben wir ja auch noch hier ein Unentschieden zugelassen. Die Sandhausener also glücklich, die haben jetzt richtig was zu erzählen, wenn sie dann in Baden-Württemberg heute Abend irgendwann zurückgekehrt sind. Vielen Dank und die Fans von Sandhausen sind sehr sympathisch.